Hi, ich nehme dich heute mal wieder auf so ein Street-Fotografie-Fotowalk mit, ganz gewohnt in der GoPro-Perspektive und auf vielfachen Wunsch auch wieder mit Gelaber. Viel Spaß beim Video. So, und wie gewohnt fange ich an, eigentlich willkürlich von allem und jedem ein paar Fotos zu machen, einfach um ein bisschen in diesen Flow zu kommen und einfach ein bisschen warm zu werden und schauen, ob ich irgendwelche coolen Ideen habe spontan. Und während ich das jetzt so mache, kann ich dir ein bisschen erzählen, was der Plan war. Unterwegs bin ich mit meinem 70-200 Objektiv von Tamron für meine alte Canon-Kamera noch. Und das Ganze kann ich mit einem Adapter auf meiner Sony nutzen, falls dich das Ganze interessiert. Ich verlinke dir das unten einfach in meiner Videobeschreibung. Und ich habe gedacht, gerade jetzt, wo irgendwie Frühling ist und irgendwie alles so schön sprießt und irgendwie so ein bisschen frühlingshaft ist und irgendwelche Blumen anfangen zu blühen, dachte ich, dass wir irgendwie vielleicht einen schönen Sonnenuntergang abends bekommen und es irgendwie dann schön dieses Abendlicht ist und ich quasi so die ersten Frühlingsmomente einfangen kann. Naja, ist ein bisschen dumm gelaufen, es hat einfach geregnet und es war irgendwie kalt und winterlich und es hat sogar halb geschneit unterwegs, das siehst du auch auf der GoPro. Aber so ist es halt manchmal in der Streetfotografie, muss man halt einfach das Beste draus machen und einfach bei jedem Wetter eigentlich rausgehen. Und ich meine, gerade so Regen, da sind nicht so viele Leute unterwegs, dann sehen deine Bilder nochmal ein bisschen anders aus und hast die ganzen schönen Reflexionen auf der Straße. Von daher habe ich gedacht, der Regen schreckt mich jetzt nicht und ich gehe einfach trotzdem raus und mache ein paar Bilder mit dir. Und hier bin ich an eine Stelle gekommen, die mich tatsächlich diesen ganzen Fotowalk ein bisschen begleitet hat. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen ein ganz cooles Motiv gesehen, wo man den Hintergrund, also eine Hauswand, relativ klar und deutlich gesehen hat und im Vordergrund eine verschwommene Person vorbeigelaufen ist. Und ich dachte, das Ganze kann ich vielleicht auch adaptieren und habe hier einfach ein bisschen mit rumgespielt, weil ich diese Tür sehr, sehr cool fand. Die Bilder hier sind jetzt nicht wirklich gut oder herausragend geworden, aber das war quasi so die Saat von der Idee, die ich dann an verschiedenen späteren Stellen nochmal aufgegriffen habe. Von daher, lass dich davon irgendwie nicht demotivieren, falls du irgendwie eine Idee hast oder die nicht direkt funktioniert. Du kannst das Ganze ja im Hinterkopf behalten und kannst schauen, ob du irgendwann später auf deiner Fotorunde nochmal an andere Stellen kommst, wo du das nochmal probieren kannst, wo das Ganze vielleicht besser funktioniert. Mein Problem mit der Idee war tatsächlich, dass ich im manuellen Modus gewechselt bin und vor allen Dingen meine ISO auf einen sehr kleinen Wert gemacht habe, damit ich quasi das Ganze nicht überbelichte. Und danach verpeilt habe, dass ich das Ganze noch zurückstellen müsste, also quasi, dass ich das wieder auf einen automatischen ISO-Wert stelle, damit die Kamera quasi da die richtige Belichtung wählt. Ich hatte das jetzt sehr lange auf einer 50 stehen, weshalb dann meine Kamera die Mindestbelichtungszeit nicht eingehalten hat und ich sehr viele Aufnahmen mit so einem 30stel, einem 20stel, einem 40stel irgendwie fotografiert habe, was bei so einem Teleobjektiv natürlich zu sehr, sehr unscharfen und verschwommenen Aufnahmen führt. Das siehst du jetzt hier. Wie gesagt, ein paar Aufnahmen davon sind eigentlich ganz scharf geworden, aber da ist auch einiges dabei, was nicht so klar und deutlich geworden ist, wie es hätte sein sollen. Aber naja, das ist halt manchmal so, wenn man irgendwie blöd ist. Aber es hat mir manchmal tatsächlich auch so ein bisschen in die Karten gespielt, gerade wenn ich jetzt hier so einen Fahrradfahrer habe oder so. Da ist es quasi so ein bisschen in die Richtung Mitzieher gegangen und wenn der Hintergrund da unscharf ist und ich den Fahrradfahrer aber halbwegs noch klar und deutlich habe, dann ist das sogar ein bisschen ein ganz cooler Effekt, auch wenn es so eigentlich gar nicht geplant war. Und du siehst, ich war auch eine ganze Weile an diesem Max-Monument hier unterwegs, gerade weil hier sehr, sehr viel Abwechslung ist. Du hast die Trams, du hast aber auch ein paar coole Autos, weil die Maximilianstraße in der Nähe ist. Also quasi so ein bisschen die Nobelstraße in München. Aber du hast auch so ein paar Leute gehabt, die trotz des Wetters unterwegs waren. Und das war eigentlich ganz cool, vor allem, weil sehr viele Leute einen Regenschirm dabei haben und Regenschirme irgendwie in Fotos eigentlich immer ganz cool aussehen. So, gerade wenn du irgendwie auch im städtischen Bereich bist, irgendwie so ein vor allen Dingen ein farbiger Regenschirm, der vielleicht noch ein bisschen Kontrast bietet. Das ist eigentlich ziemlich cool. Von daher, wenn ich irgendwie sowas sehe, halte ich eigentlich immer danach Ausschau. Bin dann noch ein bisschen weitergelaufen vom Max-Monument weg Richtung Innenstadt. Und hier rechts von mir ist so ein Regierungsgebäude und mein ursprünglicher Plan war da irgendwie ein paar coole Personen irgendwie zu finden, die man da vor dem ganzen Grün und so weiter ablichten kann. Gerade weil die Architektur mit dem Grün und so weiter, dachte ich, das ist eigentlich ein ganz cooles Motiv. Ich bin aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass diese Symmetrie am Eingangsbereich vorne mir sehr gut gefällt. Und dann war der Plan da, das mit diesen Fahnen irgendwie so zu machen, dass quasi das irgendwie alles sehr mittig ist, dass du ein Motiv hast, aber auch die Fahnen gut zu sehen sind. Und ich habe meine Idee vom Anfang nochmal aufgegriffen, dass ich quasi da diese langsame Belichtungszeit gewählt habe, dass der Hintergrund schön scharf ist und quasi vorne es langsam war. Und habe hier bestimmt auch 10 Minuten gestanden, habe ein bisschen auf die Momente gewartet, was da alles so passiert. Du siehst hier so einen kleinen Ausfall an Autos und an Menschen und an Radfahren und so weiter, was vorbeikam. Und ich finde, gerade gegen Ende sind die Bilder eigentlich ziemlich cool geworden. Und dann, wie gesagt, weitergelaufen Richtung Innenstadt. Da ist dann auch was passiert, was ich eigentlich erwartet hatte, und zwar, dass ich ein paar coole Autos sehe. Es war zwar in Anführungszeichen nur ein Porsche, was für
die Maximilianstraße eigentlich fast schon ein kleines Auto ist. Aber solche Luxusautos sind einfach sehr, sehr fotogen, weil die halt einfach sehr schön designt sind. Und von daher, wenn du irgendwie sowas hast und gerade mit einem Teleobjektiv und das Ganze ein bisschen im angeschnittenen Winkel, sieht sehr, sehr cool aus auf Fotos. Wonach ich auch immer Ausschau halte, sind sehr leuchtende, kontrastreiche Farben. Und das siehst du jetzt hier, dieser Radfahrer hat einen sehr knallgelben Warnlook quasi. Aber gerade im Kontrast zur Straße leuchtet das Ganze halt sehr, sehr schön und von daher einfach sehr, sehr coole Fotos eigentlich entstanden. Hier hätte ich nochmal diese Idee mit den Autos, auch hier habe ich wieder einen Porsche gefunden und dachte, okay, wenn ich den von der Seite fotografiere, vorne die Front ist irgendwie ganz cool. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn da jetzt noch eine Person vorbeiläuft, habe da auch wieder eine ganze Weile gewartet, bis da jemand vorbeigelaufen ist und habe dann davon zwei, drei Aufnahmen gemacht. Ist jetzt nicht ganz so cool geworden, ich glaube vor allen Dingen, weil die Leute zu dunkel waren und quasi der Kontrast mit dem Hintergrund irgendwie nicht ganz gepasst hat. Aber an sich, ich meine, manche Ideen funktionieren, manche funktionieren halt nicht. Ist halt einfach ausprobieren und wie gesagt, am Ende hast du von 100 Fotos vielleicht 5, die dir ganz gut gefallen, wenn überhaupt. Aber ich meine, dafür gehen wir ja fotografieren. So, wenn ich überhaupt nichts probiere, habe ich am Ende überhaupt keine Fotos, die mir gefallen. Von daher einfach hingehen und ausprobieren. Das hier war zum Beispiel auch eine Fahrradfahrerstelle, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, weil ich gehofft hatte, dass der ein bisschen mehr nach rechts sich bewegt, weil ich dann ein bisschen mehr Separierung zwischen den parkenden Autos und dem Fahrradfahrer gehabt hätte und das Ganze ein bisschen besser gewirkt hat. So war der zu weit links und irgendwie nicht ganz so cool. Und dann musste ich auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen um mich drum herum gucken, dass ich nicht überfahren werde, wenn ich da mitten auf der Straße bin. Aber ich meine, in der Mitte von so einer Straße, du hast einfach wunderbare Symmetrie, das siehst du auch hier und gerade mit den Gleisen und dann diese irgendwie Führungslinien, die dann auf die Tram drauf führen, das sieht einfach ziemlich cool aus. Von daher, ich meine, manchmal gehst du einfach in die Mitte von der Straße und fotografierst da, weil am Straßenrand irgendwie das Ganze nicht so aussieht, wie es quasi von der Mitte aussieht. Und auch das ist jetzt hier wieder ein Beispiel von Führungslinien eigentlich, weil auch wenn es so ein Gewölbe ist, du hast einfach eine sehr klare Führung von deinem Auge in diesem Gewölbegang und von daher, wenn du da jetzt noch so ein, zwei isolierte Motive hast, dann sieht das eigentlich auch ziemlich cool aus. Habe ich hier ein bisschen versucht, habe sogar relativ schnell ganz coole Leute gefunden und von daher war ich glücklich, bin weitergegangen. Und ja, ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe ganz schön viele Fahrradfahrer fotografiert, aber ich meine, du fotografierst halt, was dir vor die Linse läuft oder fährt. Und wenn halt sehr viele Fahrradfahrer unterwegs sind, dann habe ich halt die fotografiert. Bin dann aber weiter Richtung Operngelände und das ist halt so ein schöner, weiter offener Platz. Und hier habe ich was gefunden, was eigentlich ziemlich cool war, und zwar diese Mauer, über die ich drüber fotografiert habe und die ein bisschen meinen Vordergrund eingebaut habe. Und das ist was, dass ich tatsächlich irgendwie immer versuche, aber nicht immer dran denke, das zu machen, dass du quasi so diese Vordergrund-, Mittelgrund-, Hintergrund-Elemente hast, dass du einfach ein bisschen tief in das Bild bekommst und es einfach ein bisschen interessanter aussieht. Und auch wenn das ein bisschen, in Anführungszeichen, creepy ist, quasi durch so eine Säule durch zu fotografieren, weil du für den Außenstehenden derjenige bist, der mit so einem riesigen Teleobjektiv dasteht und irgendwie Leute abknipst und quasi das Ganze hinter einer Säule versteckt macht. Aber ich meine, auf den Fotos sieht es halt einfach relativ cool aus, das siehst du ja. Und quasi gerade, wenn ich da noch diese Reflexion irgendwie unten am Bildrand habe. Auch da ist das wieder so ein Fall von, ich mache das halt, weil es ein cooles Foto ist und was die Leute denken, ist mir halt mehr oder weniger egal. Da muss man halt einfach durch, wenn man in der Streetfotografie unterwegs ist. So, und auch hier ist wieder eine Stelle, wo ich das Ganze mit dem Mitziehen nochmal ausprobiert habe, beziehungsweise nochmal aufgegriffen habe, diese Idee. Weil ich gedacht habe, vor den Schaufenstern habe ich vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, schon mal ein ganz cooles Bild aufgenommen, wo ich die Silhouette von einer Person hatte, die quasi vor dem Schaufenster langgelaufen ist und aufgrund diesem verwischten Effekt einfach das Ganze sehr eilig aussah und irgendwie so ein bisschen so Last-Minute-Einkäufe man da so rein interpretieren hätte können. Habe ich versucht, hier nochmal nachzustellen, hat nicht so ganz funktioniert, weil ich dafür irgendwie nicht das ganz richtige Motiv gefunden habe oder so. Aber ich habe einfach ein paar Sachen ausprobiert und ganz am Ende sogar noch den Radfahrer gefunden, das siehst du gleich. Und ich muss sagen, die Bilder mit dem Radfahrer sind eigentlich ganz cool geworden, die gefallen mir eigentlich ganz gut. Und das ist das, was ich auch meinte mit, du musst manche Ideen so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil, wie gesagt, auch wenn meine Bilder ganz am Anfang nicht wirklich funktioniert haben mit dieser Hauswand, habe ich das Ganze halt immer und immer wieder während dieser Fotorunde halt probiert und irgendwann halt auch Ergebnisse gehabt, die zumindest besser waren als am Anfang. So, das allerbeste Foto ist auch nicht dabei, aber ich meine, wie gesagt, einfach Sachen ausprobieren und dann hast du irgendwann das Glück des Tüchtigen quasi. Was du hier siehst, ist auch wieder ein Versuch, ein bisschen tiefer ins Bild zu bekommen, dadurch, dass man die Hauswand ein bisschen irgendwie als Vordergrundelement einbinden kann und dadurch halt einfach ein bisschen Distanz und Differenzierung zum Mittel- und Hintergrund bekommen kann. Mit dem Teleobjektiv nicht super einfach, weil du sehr schnell an den Punkt kommst, wo die Hauswand im Vordergrund überhaupt nicht mehr zu sehen ist, weil du einfach zu viel rausgezoomt hast. Aber ich finde jetzt gerade hier mit dieser telefonierenden Frau, das ist eigentlich auch ganz, ganz cool geworden.
So langsam nähern wir uns dem Ende von dem Fotowalk und noch ein Hinweis, weil mir Leute ein paar Mal schon gesagt haben, dass sie meinen Bearbeitungsstil eigentlich ganz cool finden. Die Bilder, die du jetzt hier auf diesem Fotowalk gesehen hast, sind ausnahmsweise nicht mit meinen Presets in Lightroom bearbeitet worden, sondern ich habe ja im letzten Video schon letzte Woche ein bisschen Lumina 4 für Porträts ausprobiert und ich dachte, na gut, wenn ich die Software jetzt schon einmal habe, dann probiere ich sie einfach komplett auch einmal für alles aus und habe deshalb einfach jedes Foto, das du hier gesehen hast, mit Lumina 4 bearbeitet. Ich muss sagen, für meinen persönlichen Geschmack finde ich Lightroom für Streetfotografie ein bisschen geeigneter, weil ich ein bisschen besser das anpassen kann, was ich möchte. Die Fotos hier sind immer noch sehr schön geworden und ließen sich sehr schön bearbeiten. Aber ich glaube, Lumina für mich wird eher so ein Ding sein, dass ich mehr für die Porträts nutze. Aber wenn dir der Bearbeitungsstil, den du heute gesehen hast, von meinen Bildern gefällt, dann kannst du das Ganze selber mit Lumina 4 auch relativ einfach nachbauen. So, und wie angekündigt, das ist die letzte Stelle auf meinem Fotowalk. Das ist so eine richtig schöne, lange Allee, die eigentlich richtig, richtig fotogen für ein Teleobjektiv ist, weil du durch die Kompression einfach einen sehr schönen Look in dein Bild bekommst. Mir hätte nur ein bisschen das Motiv gefehlt. Du siehst ja, wenn ich es hier alleinstehend habe, wenn da jetzt einfach irgendeine Person irgendwie in der Mitte noch wäre, wäre das eigentlich ziemlich cool. Ich habe hier dann fast eine Viertelstunde noch gewartet, bis irgendjemand mal vorbeikam. Und dann ist da die Tram noch vorbeigefahren und die hat mich abgelenkt. Das siehst du auf der GoPro gar nicht so genau, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit die Tram beobachtet und fast diese Person verpasst, die da langgelaufen ist. Die war ein bisschen zu weit weg und auch ein bisschen zu weit links und nicht ganz mittig. Aber wie gesagt, ich habe da Ewigkeiten gewartet und es kam keiner vorbei. Deshalb war ich ganz glücklich, dass am Ende wenigstens die eine Person vorbeikam. Und dann war ich ganz schön kalt und durchgefroren und habe gesagt, okay, jetzt packe ich zusammen und gehe nach Hause und mache mir einen Tee. Und habe das Ganze an der Stelle dann beendet. So, und das war's heute mit meiner Fotorunde. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video. Lass mir auch gerne mal einen Kommentar da, welche Bilder dir am besten gefallen haben, weil ich das meistens relativ stark unterscheide von dem, was mir gefällt. Ich glaube, meine Favoriten sind am Anfang von dem Regierungsgebäude, diese Langzeitbelichtung, die ich da gemacht habe, und gegen Ende das Bild von der Frau mit der Backsteinwand an der Seite. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn das Video dir vielleicht für deine nächste Fotorunde ein bisschen als Inspiration gedient hat. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es besonders gut gefallen hat, abonniere den Kanal. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.